Hallo Leute, ich mache heute mal Kari antwortet von meinem Handy an verschiedenen Locations und bei mir ist heute Kapenda. Kapenda, ihr erinnert euch an Kapenda von Easy German Nummer? Ich denke, das war 60 oder sowas, keine Ahnung. Aber 60. Ja, es ist schon ein Jahr her. Ja. Kapenda hat nämlich gefragt in Berlin, was die Leute an Deutschland lieben. Und jetzt hilft er mir, diese Kari antwortet Episode zu beantworten. So, erste Frage mit Kapenda. Kapenda. Jo. Kann jemand mir sagen, warum so viele Leute aus Namibia Deutsch sprechen? Ich komme aus Hongkong, deshalb habe ich keine Ahnung, warum Deutsch auch eine meistgesprochene Sprache in einem afrikanischen Land ist. Schreibt Mandy Ngai. Und dazu passt die Frage von Kieran Clark. Kieran, hi Kieran. Jo. Und ihr fragt, gibt es eine große Gruppe von Deutschen, die in Namibia wohnen? Was sagst du dazu, Kapenda? Also ja, es gibt auch eine große Gruppe von Deutschen hier in Namibia. Ja. Aber ich denke, das ist auch von dem Kolonialismus. Schwierig, ne? Kolonialismus. Ja. Und so, die haben so geblieben. Die sind hier geblieben? Ja, die sind hier geblieben und dann war so viele Kinder auch davon geboren und ja, die haben halt einfach so Namibia zufällig schön gefunden. Zufällig haben sie auch Kinder bekommen und die sind auch hier geblieben. Ja, und Namibia schön, die fanden Namibia schön und dann haben die geblieben so. Genau, ja, so kann man das sagen. Also es gab die Kolonialzeit, die war nicht so schön. Mhm. Aber heute, was ich interessant finde als Deutscher, als ich zum ersten Mal nach Namibia gekommen bin, habe ich gedacht, so alle Leute hassen hier die Deutschen so, für die Vergangenheit. Aber nicht. Das stimmt gar nicht. Und die deutsche Gruppe hier in Namibia, also da gibt es natürlich auch einige, die sind ein bisschen nicht so cool, ne? Mhm. Aber ganz viele Leute, die leben ganz normal zusammen. Ja. Die sprechen immer noch Deutsch. Wir haben auch noch Deutsch in die Schule. Es gibt Deutsch ganz viel in der Schule und das ist spannend, weil es ist einfach heute eine Minoritätensprache, wie es viele andere Sprachen in Namibia gibt. Und es sind gar nicht so viele Leute, es sind nur 30.000 Leute, habe ich nachgeguckt. Ja. Es ist eine kleine Gruppe in Namibia. So, jetzt sind wir hier am Pool und da ist das Wasser. Jo. Und jetzt ist Frage Nummer 2. Jetzt nicht das Handy fallen lassen, dann ist es nämlich nein, im Pool. Nein. Welche Frage wäre das nochmal? Oh. So, hier. Anthony Salazar. Jo. Hallo Kari. Hier eine Frage für dich. Deiner Meinung nach, wie sollte man eine Reise nach Namibia planen? Gibt es bestimmte Orte, die man unbedingt sehen sollte? Wie erlebt man am besten die Natur? Ist ein Führung nötig? Was für Sprachen verwendet ihr am meisten, um gut herzukommen und so? Da kann ich sofort einen Tipp geben, nämlich zur Frage, wie sollte man eine Reise nach Namibia planen? Gar nicht. Am besten kommt ihr einfach mal an, ne? Fliegt nach Windhoek. Jo. Und dann fragst du nach Kapenda. Jo. Oder du gehst einfach in so ein Hostel, so ein cooles Hostel wie hier. Das ist das Chameleon Hostel um uns herum. Da kann ich ruhig mal Werbung machen, denn wir sind schon seit vielen Jahren hier immer Gast. Da kann man einfach sich mal einchecken und dann kann man einfach Leute an der Bar kennenlernen oder Kapenda anrufen und mit denen eine Tour machen. Jo. Aber, also was wirklich cool ist in Namibia, und das gibt es ja nicht in allen afrikanischen Ländern, ist, dass man einfach ein Auto mieten kann und losfahren kann. Ja. Also was schlecht ist, es gibt nicht so viel öffentliche Verkehrsmittel. Genau, also man kommt nicht überall so einfach hin. So Es ist ein ganz großes Land und mit viel weniger Wiegen, die man fahren könnte. Ja, also man muss am besten ein Auto mieten. Und dann sollte man unbedingt Etosha Park, muss wegen den Tieren. Ja, Scheiße. Etosha Park und dann Fish River Canyon, aber das ist nur, also. Ja, war ich noch nie. Ja, aber das ist so nur weit weg. Ja. Es gibt nicht so ein ganzes Jahr, man kann nur da so, ich denke, so im Juni und so. Ich denke, nur für 2 Monate oder kann man da gehen, dahin gehen. Ja. Und dann so. Und auf jeden Fall, Sossus Flay waren wir gerade, mega geil. Und meine Lieblingsgegend ist Spitzkoppe und das Erongo-Gebirge. Ja. Und dann gibt es auch den Namibian Sensi, das finde ich auch viel cool. Mhm. Sehr nice. Naja, welche Sprache? Ein Führer ist nicht nötig, kannst du einfach einen Tourguide, einen geschriebenen Tourguide kaufen. Oder du nimmst Kapenda mit. Ich bin immer. Und Sprachen verwendet man in Namibia Englisch. Ja. Easy. Viel Englisch, ja. Eigentlich.
Viele Grüße an Toni aus Koblenz. Ja, Frage Nummer 2 aus dem Garten. Ja, warum Deutsche ziemlich wenig deutsche Musik, sondern nur ein Englisch oder amerikanische Musik hören? Ich möchte Deutsch lernen, indem ich deutsche Musik höre, aber es gibt nur alte Musik, die auf Deutsch gesungen werde. Und das stimmt nicht, weil es gibt eigentlich viel, viel coole so deutsche Musiker, ne? Und einer von meinen Lieblingen sind so Sido. Echt? Und, ja, Sido ist einer von meinen Lieblings. Das hat nämlich Aaron 765 hat das gefragt. Ja. Aaron. Das stimmt nicht. Es gibt sehr viel Musik auf Deutsch. Vielleicht hast du nur falsch geguckt. Ich habe mal eine ganze Liste gemacht, ja? Ich lese sie mal vor. Jo. Crow. Crow, Seed, Sido. Ich mag ich gar nicht. Ich bin Bensko, nicht. Dendemann, Culture Candela, Deichkind, Materia, Kraftklub, ja. Jan Delay, Fettes Brot, MC Fiddy, Bilderbuch, bang. Bosse, Matzen, Fettes Brot, Beatsteaks, T.S. Ullmann, Kasper, Olli Schulz, Clueso, Annen, Mai Kantereit, sehr zu empfehlen. Das Bo Blumentopf, Okay Kid, das sind jetzt nur mal 20. Kasper ist auch einer von meinen wirklich so Lieblingsartists. Ja, weil er wirklich so gute Musik und seine Texte sind so aber der schreit so geil. Doch immer nur. Der schreit, aber seine Texte hat so eine Meinung, ne? Und eine Bedeutung stimmt. Und so. Und das liebe ich an seiner Musik. Na, Kari. Nächste Frage. Ja, du kriegst auch so einen Hasskommentare, ne? Ja. Ach, ja. Leider. Interessanterweise nie, aber immer dann, wenn wir was mit Flüchtlingen machen. Ja, ne? Ja, das ist immer ein ganz großes Thema ja, heutzutage. Ich dachte, ich lese euch mal einen vor, damit ihr seht, was wir so für Kommentare kriegen. Mhm. Dieser Kommentar ist von Geeintes Deutschland. Was für ein populistischer, manipulativer Scheißdreck. Wollt ihr mir ernsthaft erzählen, es sei Zufall, dass keine einzige negative oder zumindest kritische Meinung zum Multikulti-Wahn auftaucht? Ja, das stimmt. Interessant. Und ausgerechnet solche linksversifften, politisch korrekten Minusseelen wie ihr, wollt Ausländern die deutsche Sprache und Kultur näher bringen? Dass ich nicht lache, ihr wisst doch nicht mal, was Kultur bedeutet. Und er weiß bestimmt, ne? Ja. Mhm. Rein zum Erlernen der Sprache mag Easy German, der Name allein ist schon lächerlich, sehr hilfreich sein. Da macht ihr auch echt eine gute Arbeit, das muss ich zugeben. Es war ein Lob. Ja. Aber dieses Portal zur politischen Stimmungs- und Meinungsmache zu missbrauchen, welche darüber hinaus in hohem Maße volksschädigend ist, entspricht unterstem Niveau und dafür gehört euer Kanal verboten! Ja, geil. Oh, wow. Also, ich sag dazu, welches Volk? Ja. Volks, ich bin, weißt du, was das heißt, volksschädigend? Volksschädigend, nein. It's like, he means that we are like endangering our race. Ah, ja. Aha, the das white race. Natürlich. So, hier eine Aufgabe für Carpenda. Ne? Oh, cool. Tu dein Bestes, diese Akzente nachzuahmen, schreibt Austin Mitchell. Hi Austin, wir haben schon viele Fragen von dir beantwortet. Also Austin möchte, dass wir jetzt Akzente nachmachen. Amerikanisch, Russisch, Britisch und Französisch. Russisch kann ich eigentlich gut machen, echt? Aber Amerikanisch nicht so. Mein Amerikanisch ist so ein bisschen Amerikanisch ist ganz einfach. Ja, es ist ganz weil einfach. Weil du musst einfach nur das R aussprechen wie ein Amerikaner. Das klingt eigentlich so cool, Mann. So, mein Russisch kann ich machen, aber auf Englisch. Ja, mach mal. Achso, okay. I don't use the R today. No, wait. This came out wrong the first time, but all I'm trying to say is not trying. All I'm trying to say is that my name is Vladimir Klitschko and I'm the heavyweight champion of the world. That's good. That's I good. Shall punch you. One punch will put you to the canvas. Sehr gut. Sehr gut. Okay, das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank. Ja. Und jetzt Britisch? Britisch. Oh Mann, ey, das kann ich. Das kann ich überhaupt nicht machen. Also, Französisch. Französisch. Ja, das geht. Ja, ein bisschen schwierig. Ich denke, das geht ein bisschen, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich denke, Französisch ist ein bisschen schwierig zu sprechen. Nee, ich kann das gar nicht. So, und diese Frage. Guck mal.
Die gebe ich mal an dich weiter, Kapenda. Jo, hallo Kari, ich möchte wissen, was deine Lieblingssprachen sind. Oh. Smile, other than German. Na, das ist natürlich doof, weil natürlich hätte ich Deutsch gesagt. Natürlich ist meine Lieblingssprache Deutsch. Also, hallo. Jeder Deutsche findet Deutsch ist die Lieblingssprache. Ist doch klar. Also ich würde sagen, ne, also Deutsch. Mhm. Und ich mag auch so Spanisch. Spanisch? Ja, weil ich... Español. Español. Hablas Español? Me hablo no Español. Weil ich finde, es ist eine sehr romantische Sprache. Nein, Französisch ist ein bisschen zu overrated. De français? Je ne comprends pas. Ruski. Ruski würde ich mal lernen. Ich kenne nur ein Wort auf Russisch und es ist nicht ein gutes Wort. Deshalb würde ich es nicht sagen. Ich aber. Ja, lublu tibia. Grüße an alle unsere russischen Zuschauer. Hallo. Was ist denn jetzt deine Lieblingssprache? Also Deutsch, Spanisch und ich würde sagen Norwegisch. Meine Lieblingssprache ist Kwekwekowab. Kwekwekowab. Tuitam monahaka korotisitani desi. Na. 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 Matisa. Naigia. Naigia. Naya. Matisa, Naya. Kwekwekowab ist eine Sprache, es ist eine der ursprünglichsten Sprachen der Welt, die hier gesprochen wird. Und diese, es gibt 4 Klicklaute und die sind eigentlich, wenn man die nicht als Kind gelernt hat, unmöglich zu lernen. Ja. Ich kenne ein paar Deutsche, die das machen können, aber die meisten können das nicht. Naya. Naya. Naya, Mamiroske. Naya. So die Palme ist eine Fortsetzung deiner Haare. Geil. Ja, die allerletzte Frage kommt von Kiwi BD4. Kiwi BD4 sagt: Wann wird der erste Stammtisch in Berlin stattfinden? Ja, na, Kari? Liebe Kari, ich habe eine Frage. Wann wird der erste Stammtisch in Berlin stattfinden? Ich habe einen Videokommentar von euch gesehen, dass ein Stammtisch organisiert wird, um eine Gelegenheit zum Deutschlernen anzubieten. Ich freue mich schon darauf, nette Leute und dich natürlich kennenzulernen, denn ich bin jetzt ganz einsam in Berlin. Wir müssen unbedingt einen Stammtisch machen, denn Kiwi BD4 ist einsam. Danke, Kiwi, dass du uns erinnert hast, denn ehrlich gesagt habe ich das schon vergessen. Kapenda. Kari, ja. Ja, also ich habe jetzt mal in den Kalender geguckt. Wir machen einfach mal den 13. April. Da treffen wir uns alle. Alle Easy German Fans, die in Berlin wohnen. Ich bin nicht in Berlin. Oh nein. Wir treffen uns alle, außer Kapenda, der ist nicht da. Ich werde da sein. Janusz wird da sein. Ben wird da sein. Peter wird wahrscheinlich da sein. Peter, du bist auch eingeladen. Ja, ne? Hier exklusive Einladung. Peter hat heute Geburtstag. Happy Birthday! Happy Birthday! Hoch soll er leben, an der Decke kleben, runterfallen, Arsch auf knallen oder so. Geht keine das. Ahnung. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Peter muss auch kommen. Am 13. April in Berlin, wahrscheinlich im Biergarten, aber ich würde sagen, wir halten euch nochmal auf dem Laufenden auf Facebook. 13. April, Save the Date, der Easy German Stammtisch für alle Leute, die einsam sind in Berlin. Also, ich habe noch einen Shoutout für einen guten Freund, guter Freund von mir. Mhm. Sie kommen aus Erfurt, ja. Studiert jetzt in Bremen. Ja. Du kennst sie auch, Antonia. Ah! Sie ja? hat gesagt, dass ich ein Shoutout für sie geben müssen. Und sie hat auch Hallo gesagt zu euch. Hallo Antonia. Hallo Antonia. Schöne Grüße nach Bremen. Schöne Grüße nach Bremen von Windhoek. Eine schöne Stadt. Von Windhoek nach Bremen. Ja. All the way up. Ja, das war schon. This is how we do. Ne? Danke Kapenda, dass du dabei warst. Ein weiteres Video sehr mit gerne. Kapenda folgt bald. Seid gespannt. Und wir senden euch schöne Grüße aus Windhoek. Mit einem schönen Sonnenuntergang, guck mal da hinten, Palmen, och, ist das nice hier bei dir in Windhoek. Beautiful, beautiful Windhoek. Tschüss. Tschüss.